Hallo, hallo, hallo. Eine neue Folge von Global News bei Shoki Banuki New Television. Gleich nach dem Intro geht es los. Jetzt gleich wieder am Telefon der Pujan. Pujan, den rufe ich an in Wien. Ich selbst bin gerade auf Mallorca und es klingelt auch schon. Mal gucken, ob der Pujan jetzt endlich mal rangeht. Und? Wie sieht's aus? Hallo, hallo. Ah, der Pujan ist am Telefon. Ja, servus, grüß und hallo. Na, wie ist schöne, jetzt? Schöne Grüße aus Mallorca. Ach, Schmarr, bist jetzt auf Mallorca? Ja, da schau her. Ja, ist aber ordentlich windig bei dir, hä? Ja, hier ist es ein bisschen windig. Ich versuche gleich mal ein bisschen windgeschützter irgendwo hinzulaufen. Aber im Hintergrund sieht man bei mir schon schön den Strand und den Ballermann. Sauber, sauber. Einfach den Sand in den Kopf stecken, dann hörst du auch kein Windgeräusch mehr. Ja, ja, genau. Wo bist du? Wir sind hier in Wien und zwar im ältesten Zoo der Welt, im Schönburger Zoo sozusagen, 1762 gegründet. Und genau, da befinden wir uns jetzt mittendrin, hier am Gehege der Weißstörche und Komorane. Und da hinten sieht man auch direkt einen schönen Komoran. Da ist er, genau, beziehungsweise das sind einige. Ja, da sind wir. Und wir haben hier knackige 30 Grad momentan. 30 Grad? Also alles super. Ja. Ja, ich glaube, ja, gefühlt haben wir hier ungefähr 4000 Grad. Ich weiß gar nicht so genau. Aber es sind so 35 bestimmt. Ich hänge hier mitten in der Sonne und ist mein zweiter Tag auf Mallorca. Okay. Und ich bin schon wieder wach. Schon wieder voll. Ja, ist doch super. Ja. Aha, und du machst so ein Wellness-Wochenende auf Mallorca. Ja, ja, genau. Wellness-Wochenende am Ballermann, genau so. Wellness-Wochenende für die Leber. Damit die Leber auch mal ein bisschen trainiert wird, muss man ja machen. Kennst du ja. Ja, aber man muss ja langsam trainieren und permanent. Das darf ja nicht so eine Schocktherapie werden, was du da machst. Ach so, ja, das heißt, wenn du zu Hause bist, dann müsst du auch dranbleiben am Ball. Ja, ja, nee, nee, ich versuche das ja so langsam zu steigern an dem Tag. Ah, okay, okay. Weißt du eigentlich, woher der Name Ballermann kommt? Von den Balearen. Das ist richtig, sehr gut. Ja, ja. Ich bin ja nicht ganz so bescheuert, wie manche von dir, bei dir auf deiner Seite irgendwie denken. Ach, eloquent wie immer. Dem flutschen die Worte nur so raus. Ja, aber hallo. Genau. Hier, also was wir uns heute hier noch anschauen werden, was denn? Im Tiergarten Schönbrunn, hier gibt es Eisbären, hier gibt es Nashörner. Das Geile ist, die Österreicher sagen nicht Nashörner, die sagen Rhinos von Rhinoceros. Was sagen die? Ne? Guck mal, ach so, Rhinos. Die sagen Rhinos, okay. Nicht Nashörner. Genau. Interessant. Guckst du in den Spiegel, dann weißt du, was ich meine. Und genau, Pinguine schauen wir uns hier noch an und was haben wir noch gesehen? Rehlein und den ganzen Rotz. Ist das genehmigt? Alles, was, guck mal, nicht genehmigt? Guck mal hier, da will einer mir seinen Penis zeigen. Mal, das ist der geile Gerhard. Ach du Schande. Der geile Gerhard. Der will auch mal ein bisschen frische Luft schnuppern. Ja, ja, genau. Der geile Gerhard bist du. Also wenn er jetzt die Hose runterlässt, sehen wir, wie kalt es bei euch ist. Also viel Spaß wünsche ich euch. Tschüss. Ja, guck mal hier, da bist du direkt angesprochen. Wahrscheinlich haben sie mich auch nebenbei beklaut. Keine Ahnung. Das ist ja richtig Kultur bei dir, sag mal. So richtig Kultur. Ja. Nicht schlecht. Ist halt, wird wahrscheinlich ist auch halt UNESCO-Gedenkstätte oder sowas. Was sagst du? Wird wahrscheinlich noch UNESCO-Gedenkstätte. UNESCO auf jeden Fall. Alles hier geschützt. Ja, ich habe eben den Fehler gemacht. Ich habe hier so ein bisschen rumgefilmt. Ja, und da habe ich den Fehler gemacht, aus Versehen einen Hütchenspieler aufzunehmen. Durch die Sonnenbrille habe ich das gar nicht genau gesehen, wer da steht. Ein Hütchenspieler. Was hast du aufgenommen? Ein Hütchenspieler. Ach du Scheiße. Ja, ja. Und da kam gleich sein Kollege, ey, komm, Wenger. Und ich so, ja, muss ich mal irgendwie weggehen. Ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwie ein Hütchenspieler hier in der Nähe ist. Weil, kann mich aber auch, kann ich aber auch nachvollziehen, weil die Hütchenspieler, das sind sehr, sehr populäre Leute und die haben ihr eigenes Kamera- und Studioteam. Und mit den Rechten an den Filmen machen die halt auch Milliarden. Aber so richtig viel Geld. Ja, ja, ja. Und da kann jetzt einfach so ein Amateur kommen und die professionellen Menschenverscheißer, ich meine Hütchenspieler, da hier irgendwie aufzeichnen oder so. Das geht. Richtig, genau das hast du richtig gesehen. Ich werde jetzt gleich ins Wasser springen. Ja, brauchst auch nicht rauskommen von mir aus. Und du guckst dir die Aber eine letzte Frage habe ich noch nach Malle. Ach so. Eine Frage habe ich noch. Was denn?
ich weiß, das weißt du nicht aus eigener Erfahrung, aber vielleicht hast du den einen oder anderen gefragt, was kostet ein Bier bei euch am Strand? Was habe ich denn bezahlt? Weiß ich gar oder nicht so schmeißt genau. Du einfach nur mit Scheinen um dich herum und hoffst, dass du irgendjemanden triffst, der dir auch ein Bier gibt? Ja, gestern war ich in so einer Dachterrasse Hotelbar und da haben, guck mal, da hinten ist meine Reisegruppe, die winkt gerade irgendwie. Ich weiß gar nicht, habe ich sie drin? Aha. Ja, gut. Ja, in der Hotelbar haben 6 Bier 18 Euro gekostet, schön gekühlt, in der Flaschendose. War geil. Ja. In der Flaschendose. Liebe Schucki Banoki, Zuschauer und Zuhörer, lasst euch das bitte mal auf der Zunge zu zergehen. Ich frage den Sascha, wie viel ein Bier kostet und er sagt, gestern Abend an der Hotelbar haben wir für 6 eisgekühlte Bier 18 Euro bezahlt. Also Algebra scheint noch nicht so weit her zu sein. Nein. Was hat ein Bier gekostet? Da kannst du sagen 3 Euro. Pass auf, hier ist jetzt meine Reisegruppe im Hintergrund, die können mal winken. Die sind das die aus der Behindertenwerkstatt. Wink doch mal, Mensch! Das gibt's doch gar nicht, ehrlich, ja, sowas. Ah ja, wunderbar, gut. Ja. Dann euch noch viel Spaß bei euren Museenbesuchen. Wir werden jetzt noch schauen, was noch bei uns heute Abend auf dem Tisch landet. Außer dem Komoran, der ist einfach zu schnell. Und werden noch weiterhin den Zoo in Neuschwanstein hier, ich meine in Schönbrunn, den Tiergarten Schönbrunn, werden wir noch schön unsicher Richtig. Machen. Also, alles, was du sagst. Bis dahin, viel Spaß. Man sieht sich. Cheerio, ciao mit Sophie. Auf.